Wir stehen vor einer großen Veränderung in ganz vielen Lebensbereichen. Alte Bewertungsschemata, die wir angewendet haben, nicht mehr funktionieren. Wir müssen mit unseren Geschichten dafür sorgen, dass Menschen verstehen, was wir machen. Bei der All Electric Society. All Electric Society. Der All Electric Society. In der All Electric Society, in dem Stadium, was sie eines Tages erreichen wird, wird Energie kein limitierender Faktor mehr sein. Und zwar Energie, die nicht die Umwelt belastet, sondern die klimaneutral erzeugt wird durch regenerative Elektrizität und die wir dann entsprechend für ganz neue Anwendungen auch nutzen können. Trotzdem bin ich nicht dafür zu sagen, wir können jetzt ohne Ende Energie verbrauchen, nur weil sie elektrisch ist. Dass das ein allumfassendes Thema ist, wo viele Arbeitskreise, Komitees, Unterkomitees dann arbeiten. Die All Electric Society würde natürlich eine riesengroße Transformation in ganz, ganz vielen Lebensbereichen bedeuten. Und gleichzeitig müssen wir uns aus meiner Sicht klar machen, dass es nicht ausreichend ist, sondern dass es auch in erheblichem Maße um Energieeinsparungen gehen wird, auch wenn das vielleicht ein unbeliebtes Thema bei einigen Menschen ist. Aber da kommen wir nicht drum rum. Das heißt, wir stehen vor einer großen Veränderung in ganz vielen Lebensbereichen. Wir wissen, dass je mehr Menschen darüber informiert sind, desto höher ist die Bereitschaft, ins Handeln zu kommen oder Veränderungen mitzutragen. Erst recht, wenn die Dringlichkeit verstanden wird. Wir müssen die Menschen überzeugen. Wir müssen mit unseren Geschichten dafür sorgen, dass Menschen verstehen, was wir machen, welche Lösungen wir anbieten, dass es gute Lösungen sind, dass es nachhaltige Lösungen sind. Und ich glaube, dann haben wir Erfolg. Auch natürlich Menschen, die nicht technikaffin sind, und die nicht das Thema Normung inhaliert haben, sondern ganz normale Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass wir in der Lage sind zu erklären, was wir damit bezwecken wollen. Ich glaube, es ist wichtig, in Anführungsstrichen auf Bildzeitungsniveau zu erklären, was wir gerade durchmachen, wo der Klimawandel herkommt und was wir dagegen tun können und was auch jeder Einzelne dafür tun kann, weil anders wird es nicht ankommen. Im Kern der Sache geht es um die Menschen, weil wenn wir nicht in der Lage sind, unsere technologischen Lösungen an die Menschen zu bringen, dann bringt uns die ganze Technik nichts. Wenn wir über Hindernisse reden, bleibt natürlich einmal der nicht vorhandene Veränderungswille von uns allen. Wenn wir uns mit neuen Lösungen auseinandersetzen sollen, dürfen, wollen, müssen, also auch liebgewonnene Verhaltensmuster zu verändern, darüber nachzudenken, dass alte Bewertungsschemata, die wir angewendet haben, nicht mehr funktionieren. Also wir uns vielleicht gar nicht dazu durchringen können. Wir müssen also jung und alt abholen, alte Gepflogenheiten und Gebräuche sozusagen zu verlassen und neue Wege zu beschreiten. Aber ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, Menschen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie sie in diesem Bereich wirksam werden können und wie sie das realistisch einbetten können in ihr Alltagserleben. Also ich glaube, dass viele diesen Wechsel weg von den fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien noch nicht so begriffen haben, wo das in ihrem Alltag überall eine Rolle spielt und dass wir das deutlicher kommunizieren sollten. Und da werbe ich dafür, dass eben Einzelpersonen nicht nur ihre Konsummuster hinterfragen müssen, sondern auch ihre Bereitschaft zu Veränderung. Und dass kleine Einschränkungen in der Freiheit der Wahl der Technologie, zum Beispiel meiner Heizung, eine relativ kleine Einschränkung ist im Vergleich zu den negativen Wirkungen, die wir alle zu ertragen haben, wenn wir die Transformation nicht hinbekommen und der Klimawandel unseren Alltag so sehr einschränkt, wie sich die meisten das wahrscheinlich jetzt gar nicht vorstellen können oder natürlich auch nicht möchten. Und das zu entwickeln, dieses positive Bild eines Energiewandels, einer Transformation, die eben nicht zu Beschränkung führt, nicht zu Einschränkung, nicht zur Beschränkung des Wohlstands, sondern im Gegenteil auch einen neuen wirtschaftlichen Schub mit sich bringt, das müssen wir unbedingt in der Breite der Industrie, aber auch der Öffentlichkeit vermitteln.
Aber Menschen wollen tatsächlich eher streiten. Sie wollen sagen, warum sie dagegen sind. Sie wollen sagen, was sie alles blöd finden. Und dafür muss Raum sein. Und wenn wir diesen Raum haben, wenn wir darüber uns auseinandersetzen können, dann, glaube ich, sind alle Bedingungen gegeben, damit wir auch in einer All-Electric Society landen können. Wir dürfen den respektvollen Umgang nicht verlieren. Und das wird herausfordernd, weil die Veränderungen schnell sein werden. Die werden zum Teil vielleicht über uns hineinbrechen gefühlt, so dass es dann bestimmt auch hier und da zu Konflikten kommt. Und da gilt es unbedingt, eine gute Kommunikationskultur aufrechtzuerhalten und wertschätzend miteinander umzugehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass in dieser Zusammenarbeit, im Wir-Gefühl, ein Schlüssel liegt für die Lösung der Klimakrise. Wir müssen mehr Leute abholen. Also was wichtig ist, ist bei der All Electric Society, dass wir immer mehr Botschafter und Botschafterinnen gewinnen. Also wenn der DKE Innovation Campus jetzt dazu hilft, den 300 anwesenden Gästen und den 400 virtuellen Gästen sozusagen, die zu einem Botschafter für All Electric Society zu machen, dann würde ich mich freuen, weil dann sind wir schon 700 Leute, die das Thema treiben, und dann können wir immer mehr über den Schneeballeffekt immer mehr Leute dazu bringen, dass sie für diese gute Idee und für diese gute Strategie All Electric Society sich einsetzen. Also ich glaube, damit wir zu einer All Electric Society kommen, was ja eigentlich eine große Vision für die Zukunft ist, für die Energiewende, die wir brauchen, müssen wir Menschen dazu bringen, dass sie tatsächlich bereit sind, sich darüber überhaupt mal auszutauschen, dass sie bereit sind zu hinterfragen. Wir müssen ihnen also Lust machen auf diese Zukunft, wir müssen ihnen zeigen, was es gibt, und wir müssen vor allen Dingen ihnen auch zuhören. Und dann heißt es anpacken, zusammenarbeiten, und zwar ganz eng miteinander arbeiten. Das ist ein toller Weg, und da sind wir noch am Anfang. Aber wenn wir den Weg weitergehen, dann können wir auch die All Electric Society umsetzen.